Hallöchen, Popöchen, liebe Damen und Herren und willkommen zurück zu Let's Play Geist. Ja, Speicher auf Memory Card. Speichern erfolgreich. Super. Ja, in der letzten Folge ist einiges passiert. Wir haben ein paar Leute umgebracht. Wer hätte es gedacht? Ach ja, genau, ich lande jetzt wieder im Hauptmenü. Ja. Stellt euch das hier einfach jetzt vor. Was jetzt kommen würde, würde jetzt nach der Cutscene kommen. Ich musste ja nachspielen, habe ich ja gesagt. In der letzten Folge. Und, ja, hier seht ihr jetzt dann. Das würde jetzt nach diesem Motorenstart kommen. Ne? Okay, ja. Ich habe irgendwie Angst, das zu tun. Keine Ahnung, aber ja, wir machen das jetzt einfach mal, weil, das war jetzt mittendrin in der Mission schon. Und da wollen wir ja nicht anfangen. Wir wollen ja direkt nach dem Start anfangen. Macht er natürlich nicht. Okay, ich fixe das mal kurz, wenn ich an der Stelle bin. Dann nehme ich wieder auf. Bis gleich. Okay, ich kann es leider nicht fixen, aber es ist sowieso nicht viel passiert. In diesem Sinne, machen wir einfach hier weiter. Warum zur Hölle wird der eigentlich rot angezeigt? Naja, egal. Es ist sowieso nicht viel passiert. Wir sind eigentlich nur ein Stückchen mit dem Motorrad gefahren. Und dann kam auf einmal dieser Typ hier. Der Dicke da hinten. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich habe immer noch keine Ahnung, wie man den besiegt. Aber ich schätze einfach mal, irgendwie muss man da am Rand auf diese Fässer schießen. Weil das ist mir nämlich, als ich das erste Mal das alles aufgenommen habe, ist mir das aufgefallen, dass die Fässer da anfangen zu brennen am Rand. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass es das bringt, wenn man da am Rand drauf schießt. Aber ich muss natürlich auch diese Scheiße da am Rand treffen. Hallo, jetzt triff doch, mein Gott. Oh, 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 oh. Das war natürlich knapp. Na gut, okay, das war jetzt natürlich ein bisschen sehr kurz, aber vorher ist wirklich nicht viel passiert. Das war jetzt ein ziemlich kurzer Moment eigentlich. Wir sind einfach nur mit dem Motorrad weitergefahren und bin dann rausgegangen, musste da so ein paar Typen mit ein paar MGs, musste ich dann in die Luft sprengen und so ein paar Motorräder, die am Rand waren, abschießen. Und dann kam dieser Wagen, in dem ich jetzt gerade drinne war. Und das war's im Grunde. Archangel, do you copy? Archangel, the LZ is compromised. I count at least two anti-air units, maybe more. Do you read me? Do not approach. Do not approach. Raimi, it'll take me a while to get around this gate. Can you do anything to take out the defenses? We need to save that CR2 chopper. Natürlich eine Mission auf Zeit. Warum auch nicht? Ich bin ja so super gut in Zeitmissionen. Und ich weiß natürlich auch so super, wo ich hin muss und alles. Naja, als erstes mal ist es, glaube ich, eine gute Idee, einfach hier die ganzen Einheiten mal zu töten. Oder ist es keine gute Idee, die ganzen Einheiten zu töten? Der Typ da vorne scheint aber irgendwie Angst zu haben. Der hier. Und das kommt uns natürlich wie gerufen. Ist das L oder ist das R, um eine Mine zu werfen? Das ist bestimmt R. Drücken Sie Z, um sie explodieren zu lassen. So. Ups, 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 ups. Geht das? Boah, die macht ja ey. Krasse Mine. Mal eben kurz hier rein. Und mal gucken, was wir hier oben haben. Ah, okay. Ich muss also den Aufzug erstmal runter... Gut, ich konnte natürlich wissen, dass ich den brauche, dass er so wichtig ist.
Ja, speicher mal. Ist mir egal, mach ruhig. Verdammte Scheiße. Ich hasse Zeitdruck bei Missionen. Ich kann es nicht ab. Ich meine, hier ist es verständlich. Helikopter kommt, da kann man es wenigstens verstehen. Aber bei anderen Spielen, so Assassin's Creed oder sowas, das verstehe ich nicht, warum man da manchmal Zeitdruck hat oder sowas. Damn. Was los? Naja. Oh, die haben wir schon gesehen, die Katze. Brauchen wir uns nicht nochmal angucken. So, nur jetzt. Ich guck mich jetzt erstmal hier um. Ich meine, ich habe ja eigentlich genug Geistenergie, um hier mal ein bisschen rumzufliegen. Und zu gucken, was es hier sonst noch so gibt. Okay, hier ist... Entschuldigung. Hier ist ein... so ein... Turm. Da ist noch so ein Turm. Ach nee, Moment, das ist nur ein Turm. Das ist keine Abwehr. Da ist noch so ein Turm. Und da ist auch noch so ein Turm. Alles klar. Wir versuchen das jetzt einfach mal. Ja, das... Nein! Ach, das kann man nicht überspringen. Okay. Dann weiß ich ja Bescheid. Na komm! Ja. Du hast Schiss in der Box. Wissen wir. Warum auch immer das Ding hier am Rauschen ist. Auf einmal. Hat er die ganze Zeit nicht schön gemacht, weiß er. Auf einmal fängt er dann zu rauschen. Ich bin mir auch nicht sicher, wie gesagt, inwiefern die Engine sowas überhaupt inprogrammiert werden kann, dass man hier irgendwie die Türme in die Luft sprengt oder sowas. Wisst ihr, deswegen. Ah, ich habe mich eben auch dumm angestellt, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Das war ja. Nein, ne. Ich frage mich nur, wie konnte der Aufzug oben sein, wenn oben keiner ist? Das entzieht sich mir irgendwie jeglicher... Naja. Ja, jetzt geh doch, danke. Muss ich hier... So? Ja, häng dran. So, fahren wir mal runter. Und... Na also. Da wissen wir jetzt immerhin schon mal, wie wir das machen müssen. Ja, wir haben ja einen besessenen Soldaten, aber ihr wisst ja eigentlich nicht, wer besessen ist, ne? Und wetten, ihr wisst es jetzt auf einmal doch? Natürlich wissen sie es doch. Bitte lauft nicht da runter. Okay, da sind sie zu blöd für. Finde ich gut. Ist natürlich auch total realistisch, dass ich jetzt hier von allen Seiten abgeschossen werde, weil die können natürlich auch... Also abgeschossen werden schon, aber warum zur Hölle wird das Bild direkt pixelig? Da! Was ist denn das? Kann doch nicht sein! Warum ist das denn direkt so pixelig? Das war doch nur jetzt eine Sekunde vielleicht. So, wo ist denn da noch? Oh, da ist noch so ein Schuss drin. Alter! Gib mir doch die Eier! Und ich glaube, das war ziemlich blöd von mir. Ja, ich glaube, das war ziemlich blöd. Ziemlich sehr blöd. Oder kann ich... Nee, natürlich nicht. Der zielt nach außen, der Shield. Ah. Super. Dann war das doch nicht blöd. So, lebst du noch? Du musst leben. Du kannst nicht sterben. Also du kannst schon sterben, aber du darfst nicht sterben. Was sagt denn der Timer? Ah, oh, super, noch nicht mal die Hälfte der Zeit rum. Das ist gut, das ist gut, das ist sehr gut. Ja, das ist gut, ja, das ist gut. Push the button! And wait for it. Und wieder nach oben. Na los, fahr schon. Wir haben doch keine Zeit. Na los. Mach hin, ey.
Na, jetzt. Total realistische Explosionen. Bombastische Hollywood-Effekte hier. Aber das Spiel braucht keine Hollywood-Effekte, um Spaß zu machen. Oh, natürlich. Oh, natürlich. Oh, natürlich. Natürlich lebt das Geschütz hier ja noch. Und das habe ich total vergessen, verdammte Scheiße. Das kriege ich auch nicht kaputt, oder? Nee, da hätte ich mich klüger für anstellen müssen, um das kaputt zu bekommen. Kacke. Verdammte Kacke. Oh. Okay. Wir holen erstmal ein Medipack, würde ich sagen. Das klingt gut, erstmal ein Medipack zu holen. Okay. Ja. Mache ich anders. Da kann man exploden und da kann man exploden. Das heißt, wenn ich hier reinmache, dann mache ich erstmal das Gefährliche weg. Weg mit der gefährlichen Sache. Und dann hier. So. Dieser Timer da oben will mir nicht gefallen. Ach, da hinten, ja, okay. Hier noch jemand? Irgendwas? Nein, ist nicht. Gut, dann einmal bitte hier. Bums. Ist mir doch Bums. Nein, natürlich nicht. Jetzt gehen wir hier rein. Ich weiß gar nicht, habe ich den in der letzten oder in dieser Aufnahme gebracht mit dem, ist denen doch Bums. Und dann boom, sind die in die Luft geflogen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es ja nicht, ne? Warum auch immer man hier mit dem Geist hoch kann. Stimmt, um zu gucken, aber. Wirklich was bringen tut einem das ja nicht mehr. So, komm, jetzt einmal bitte hier nach oben fahren. Schneller, Mann, ich habe doch keine Zeit. Und ich falle immer wieder drauf rein. So, Hollywood-Effekt. Bumm. Warum bist du krumm? Was sollte mir das jetzt sagen? Dass da ein paar Geist stehen oder was? Wo stehen die denn? Stehen die direkt hier unten oder was? Oder wo sind die? Oh! Ja, machen wir mal so. Boah, wie mache ich denn das jetzt? Hier oben müsste der doch eigentlich sicher sein. So, mache ich das einfach mal so. Ah, vielleicht ist das deswegen, dass man den Typen hier oben sozusagen in Sicherheit bringen kann. So, die haben aber keine Angst. Gibt es hier Geschütze? Bestimmt nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier keine Geschütze geben wird. Und es gibt noch so ein Teil. Verdammte Kacke. Scheiße. Ja, ich schätze, ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Ach du. So, kaputt. Du auch bitte. Du auch kaputt. Du bist tot. Ja, aber das bringt mir noch nichts. Das bringt mir gerade nichts. Ich häng fest. Boah. Leck mich doch am Sack. So. Die Frage ist jetzt nur, wie kriege ich diese Bastarde da weg, Alter? Die knocken mich doch sowas von schnell aus. Da bin ich doch schneller tot, als ich Haldrio sagen kann. Scheiße. Wo führt mich das hin? Irgendwo nach hier oben. Super. Das bringt mir genau gar nichts.
Wie kriege ich die tot? Wie kriege ich die tot? Das kriege ich doch niemals hin. Alter. Gut, dann muss es halt irgendwie anders gemacht werden. Gott, wie mache ich denn das? Ich glaube, ich pflanze da einfach mal so eine... Wie weit wirft der die denn? Nicht weit genug. Oh, anscheinend doch. Tja, doch so einfach. So, jetzt aber schnell zum letzten Timer. Wie weit kann er die werfen? Okay, die fliegen ja schon fast. Aber weiß ich wenigstens, wie weit er die werfen kann. Das ist ein typischer Oldschool-Gamecube-Shooter, finde ich. So. Mach jetzt bitte hin, Aufzug, ja? Wir haben wirklich nicht viel Zeit. Das Geräusch. Ich find's toll. Gamecube-Stick-Geräusch. Wundervolles Geräusch. Ja. Bestimmt kann man auch. Ach, natürlich. Ich hätte noch nicht mal immer nach vorne gehen müssen. Und jetzt auf einmal ist der Helikopter sofort. Alles klar. Wait, he's a friend. I understand why you want to stay. Once I get this data back to CR2, I'll come back for you, John. I swear it. Sir, we have to go. Now. Be careful, Raimi. You're not the only ghost around here. Ja, ich sehe schon. Oh! Was ist da jetzt am Schießen? Hä? Ich hab dich kaputt gemacht. Du darfst nicht schießen. Mit dir. Ja. Ich geh mal hier nach oben. Ich glaube, das ist das, was ich tun muss. Wow, ist der schnell. What the fuck? Okay, speichern. Ja, das war unser Körper und der läuft da rum. Warum? Warum läuft er da rum und warum kann er uns sehen? Wir werden das sicherlich gleich erfahren. Aber solange es noch Ladezeit und ich strecke mich. Ah. You've done well, my friend. That human could have ended our plans had he escaped. As for this ghost, keep him contained and outside the complex. Das wirst du nicht schaffen. Nein, nein, nein. Das wirst du wirklich nicht schaffen. Heilige Scheiße. What the fuck? Das ist geil gemacht, also das muss man ja mal sagen. Geil gemacht ist es, auf jeden Fall. Und warum zur Hölle ist hier schon wieder so eine Blume? Warum sind die hier überall? Also so langsam geht die Energie ja nur auch nicht weg. Okay, mir scheint, wir müssen da hoch. Mal gucken, wie wir da hochkommen. Naja. Das gucken wir dann in der nächsten Folge, denn wir sind wieder bei den über 20 Minuten mittlerweile schon angekommen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Geist. Euer Let's Play. Tschüss.